Herzlich willkommen zum 11. und vorletzten Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler von Gründern. Das Thema heute ist das Liquiditätsmanagement oder konkret das fehlende Liquiditätsmanagement. Was bedeutet das? Viele Gründer, wenn sie eine tatsächlich belastbare Planungsrechnung haben, sorgen dafür, dass sie auch ein wenig Geld bekommen, entweder aus Eigenmitteln oder Fremdkapital, Fördermitteln, Investoren, was auch immer letztendlich als Kanal zur Verfügung steht. Entscheidend ist aber, dass ab dem ersten Tag, ab der ersten Woche, im ersten Monat sehr unwahrscheinlich gleich Geldeingänge zu verzeichnen sind, Dinge verkauft werden oder sogar Umsätze erreicht werden, die Kostendeckung ermöglichen. Und in dieser Anlaufphase werden nicht nur Investitionen, sondern auch laufende Kosten dazu führen, dass die Anfangsphase gezeichnet ist von Verlusten. Und diese Verlustphase kann über Wochen, Monate bei großen Unternehmen auch sich über Jahre hinwegziehen. Das bedeutet also, deine Firma existiert und schreibt rote Zahlen, das Geld muss irgendwo herkommen. Und wenn du gut kalkuliert hast, hast du eine Betriebsmittelreserve am Anfang noch eingebaut, genauso wie ein Kapitän einen Flüssigkeitstank hat und vielleicht auch Lebensmittel und Brennstoffe an Bord hat, damit er von einer Seite des Ozeans auf die andere Seite fahren kann, um drüben wieder aufzutanken. Und genauso brauchst du auch eine Reserve, um den Zeitraum zu überleben, bis deine Einnahmen, deine Umsätze, die laufenden Kosten tatsächlich decken können und die anfänglichen Reserven, wenn du also Kredite aufgenommen hast, auch wieder zurückzahlen zu können. Und hierfür ist eine neue Fähigkeit erforderlich, die du wahrscheinlich nicht in der Schule gelernt hast, nicht im Elternhaus und auch wahrscheinlich nicht in der Universität, nämlich ein Liquiditätswächter zu sein, ein Liquiditätsmanagement einzuführen und das täglich am Anfang, später wöchentlich und monatlich durchzuführen. Also sicherzustellen, reicht nicht nur das Geld, was auf dem Konto ist, aus, sondern reicht deine Reserve, die du eingeplant hast, aus für die nächsten Wochen und Monate, um letztendlich die Insolvenz zu vermeiden. Leider scheitern die meisten Unternehmer genau daran, dass sie entweder zu wenig Reserven einplanen oder gar nicht mitbekommen, dass die Reserven bald zu Ende sind, bevor die ersten Umsätze reinkommen. Nicht wenige müssen also auf einer Treppe mit 100 Stufen auf der 95. oder 96. Stufe wieder umdrehen, weil sie pleite, insolvent sind und alles dann rückabwickeln. Also achte darauf, dass du deine Planungsrechnung nicht nur sorgfältig machst, dich mit genügend Mitteln ausstattest, vielleicht noch ein, zwei Jobs am Anfang nebenbei hast, aber entscheidend ist, dass du ein genaues Liquiditätsmanagement hast. Und wenn du das nicht genau weißt, wie das geht, oder selbst wenn du es weißt, such dir jemanden, der das kann, der dich auch überwacht, der echt Interesse und die Fähigkeiten hat, dir dabei zu helfen, dass du nicht in die Insolvenz kommst, sondern immer genügend Wasser unter dem Kiel hast, wie der Seemann sagt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur deine Planungsrechnung abzubilden, Reserven zu kalkulieren, sondern das Geld auch zu bekommen als Förderung oder Fremdkapital und dann später auch kontrollieren möchtest, dass du immer genügend Geld im Beutel hast, also genügend Cashflow hast, um zu überleben, liquide zu sein, dann mach Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater beraten dich bundesweit dabei, alles aufzubauen, aber auch ein laufendes Liquiditätsmanagement abzubilden. Ansonsten sehen wir uns morgen zum letzten Teil unserer 12-teiligen Serie.